Jetzt habe ich nochmal eine zweite Variante für euch, und zwar den Steroid-Winkel. Falls ihr jetzt nicht mit dem Crackcone Pro Tool arbeitet oder ihr das extra kaufen möchtet, kauft euch dann diesen Winkel, und zwar von der Firma Steroid. Ist irgendwie, habe ich über Amazon Prime, ist eine amerikanische Herstellerfirma. Und zwar haben wir hier den Single Cut, also dieser Winkel zeigt mir halt genau den normalen Winkel an. Und dann gleich den Winkel halbierenden. Das heißt, dieser Winkel berechnet mir gleich die Winkel halbierende, sodass ich das an der Cupsäge direkt einstellen kann. Dazu kriegt man noch eine Tabelle. Und zwar ist diese Tabelle notwendig, um Stuckleisten an der Decke zu montieren. Das heißt, auch hier brauchen wir wieder den Spring Angel, das 38 Grad oder 45 Grad oder 52 Grad an der Stuckleiste. Das müssen wir erstmal herausfinden, um in dieser Tabelle zurechtzukommen. Ich zeige euch da jetzt, wie das funktioniert. Und zwar gehe ich an meine Ecke, lege den an, nehme mir hier den Winkel, ja, und ich sehe genau 0 Grad bzw. den halbierenden 45 Grad Winkel. Jetzt zeige ich das auch mal anhand einer etwas größeren Stuckleiste hier. Jetzt haben wir hier die NMC-Leiste. So, jetzt habe ich hier zwei Stücke, um euch das mal eben zu zeigen. Ganz wichtig ist jetzt, welche Seite kommt nach unten und welche kommt oben an die Decke. Also Wand- und Deckenseite. Das zeichne ich mir jetzt mal eben an. Also ich komme von links. Diese Seite ist unten, das heißt, hier werde ich im unteren Hinter schreiben und hier ist Decke. Decke. Okay, und ich komme hier von links. Also ich komme von rechts und das ist unten und das ist oben. So. So hätte ich es nachher gerne. Ja, so könnt ihr euch das ein bisschen besser vorstellen. Ich schreibe das natürlich auf dem Baustelle nicht drauf. Ich zeige euch jetzt, wie das geschnitten wird. Das heißt, mit dem Steroid-Winkel und den entsprechenden Einstellungen der Cupsäge. Denn wir brauchen eine Winkeleinstellung und eine Neigungseinstellung. Okay, jetzt geht's nach draußen und ich zeige euch, wie die Schnitte gehen. Jetzt habe ich hier mein erstes Stück, meine erste Deckenleiste. Also linke Seite, oben die Decke. Und unten die Wand. Ich habe den 45 Grad Winkel. Guck nochmal, 45 Grad, 31,8 Grad muss ich jetzt hier einstellen. Und zwar muss ich die erste Gärung nach rechts stellen. Ich gucke mir das hier hin, 31,6, 31,8. So, stell sie ein, stell sie fest. Dann muss ich den Neigungswinkel einstellen, und zwar auf 33,9, und ich gucke mir hier wieder an, und zwar nach links. Dementsprechend stelle ich mir das jetzt hier ein, stelle meine Neigung nach links auf, hier hinten ist es eingezeichnet, 33,9. 33,9. So ist der erste Cut gleich. Das ist mein erstes Stück. Und jetzt kommt die rechte Seite. Jetzt habe ich hier mein rechtes Stück. Ich komme von der rechten Wand. Hier ist oben, hier ist unten. Jetzt muss ich hier gucken, rechte Seite. Ich muss die Cupsäge jetzt, die 31,8 Grad, hier auf der linken Seite einstellen. So, dann muss ich den Neigungswinkel auch wieder nach links einstellen.
hätte ich so lassen können, ich weiß. Aber ich zeige euch das nochmal gerne. So. Jetzt ist die eingestellt und jetzt kommt nochmal der wichtige Teil. Und zwar, ich muss das, was oben ist, sprich die Decke, einmal drehen, sodass ich das, die Decke jetzt unten habe und die Wand oben habe. Jetzt kann ich gleich schneiden, und zwar muss ich die Leiste auch wieder von links kommend hinlegen, sodass ich so schneiden kann. Stück. Und ihr seht, ich habe hier meine Gärung genau geschnitten, wie ich es haben wollte. Decke oben, oben, unten, Wand unten, linke Seite, rechte Seite. Die müsste ich jetzt einfach nur noch zusammenkleben, und ihr seht, wie gut die Metabo hier schneidet. Wie gut diese Gärung ist, ja? Da passt noch nicht mal ein Fingernagel zwischen, ja? Also wirklich perfekt. Das muss ich nur noch jetzt mit Sekundenkleber kleben, und ich habe meine erste perfekte Gärung in einem perfekten Winkel. So, jetzt sind wir wieder drin. Ich habe meine Winkel geschnitten jetzt. Absolut top, die Metabo Kappsäge, kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe, wie gesagt, jetzt die rechte Seite, das ist oben, das ist die Wand unten. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie man das in die Kappsäge reinlegt bzw. die Kappsäge einstellt. Jetzt wollen wir auch testen, ob das auch funktioniert hat jetzt mit dem Winkel. Ja, das ist jetzt die linke Seite, Decke unten. Also so gesehen passt es schon sehr gut. Ja, also so würde die dann an die Decke kommen bzw. so würde das oben halt passen. Und ihr seht jetzt schon, nur wo ich das anhalte, eine perfekte Gärung. Ja, muss ich echt sagen, da passt noch nicht mal ja, ein Haar zwischen. Das will ich euch jetzt eben zeigen, wie ich das mache. Und zwar, ich nehme mein Aktivator-Spray, sprich von dem Sekundenkleber, nehme jetzt einfach die rechte Seite und sprühe mir hier die Kante an. Etwas. Nehme das andere Stück, was noch trocken ist, mach mir hier meinen Sekundenkleber drauf. Zack, braucht gar nicht so viel. Und jetzt werde ich mir meine Ecke hier kleben. Da müsst ihr dann schon etwas genauer sein, weil das ziemlich schnell geht. So, ihr braucht keine Zwinge oder so. Ihr müsst ein bisschen jetzt Druck ausüben. Circa 5 Sekunden, 5 bis 10 Sekunden auf Druck halten. Richtig schön zusammenpressen. Und ihr habt eine perfekt geschlossene Gärung. So, jetzt ist das schon bombig fest. Ich kann das nicht mehr kaputt machen hier. Das hält wirklich gut. Also ich kann euch den Kleber nur empfehlen. Und so hat er hier eine perfekte Ecke. Und wir testen das jetzt mal. Ich habe ja ungefähr hier gemacht. Und ihr seht, das passt perfekt. Keine Luft hier zwischen. Hier liegt sie genau an der Wand an. Da liegt sie genau an der Wand an. Und dementsprechend, wenn ihr das nachher oben an der Decke macht, natürlich, wenn ihr da den Winkel abnimmt, dann habt ihr eine perfekte Ecke. Aber so könnt ihr auch zum Beispiel in der Metabo Kappsäge größere Stuckleisten schneiden. Also ihr braucht jetzt nicht hier die extra so anlegen, wie man eine Fußleiste zum Beispiel in eine Kappsäge reinlegt. Ihr habt da gesehen, wir arbeiten hier mit einer Neigung, und so können wir anhand oder dank der Zugfunktion können wir hier auch größere Stuckleisten schön auf Gärung sägen.
Und das wollte ich euch in diesem Video mal eben etwas zeigen. Und im nächsten Video bearbeiten wir dann Treppenaufgänge. Wenn jetzt zum Beispiel Kunden gerne auch im Treppenaufgang Stuckleisten haben wollen, wo der Winkel dann halt nicht mehr 45 Grad bzw. 90 Grad ist, sondern auch mal 120, 135 Grad oder ganz komische Winkel. Wie das funktioniert, das zeige ich euch in den nächsten Videos, weil ich immer peu à peu jetzt, wie gesagt, verschiedene Videos machen möchte, in dem es um Stuckleisten speziell geht. Mit den richtigen Werkzeugen, mit dem richtigen Know-how, aber ist das nicht schwer und ich zeige euch, wie das funktioniert. Also, seid gespannt, bleibt dran, abonniert mich ruhig, ja, oder gebt mir einen Daumen nach oben, das wäre immer ganz nett. Oder schreibt auch mal den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar, darüber freue ich mich auch. Ja, Support ist kein Mord. Ich habe hier auch einen 45 Grad Winkel und hier wollte ich sowieso nochmal Stuckleisten montieren. Und ich zeige euch jetzt mal, dass auch hier die Ecke hundertprozentig passt. Ich steige mal hoch und lege meine geschnittene Stuckleiste hier oben an. Und ihr seht vielleicht, hier passt die perfekt an der Wand und oben das Stück passt auch perfekt. Dieser Winkel ist der sogenannte Spring Angle. Ihr könnt jetzt hier, wenn ihr wollt, zum Beispiel Ardex nehmen, Ardex Stuckleistenkleber oder Montagekleber. Oder ihr könnt auch, was auch viele machen, mit einer Druckluft-Nahmittelpistole gleich hier unten die Nägel reinschießen und dann nachher mit Spachtelmasse eben die kleinen Nägel verschließen. Und dann wird sie ja sowieso nochmal gestrichen oder lackiert.